Also mein Name ist Norbert Katsch, bin Geschäftsführer der Firma Funbike. Wir sind der Großhandel seit 25 Jahren am Markt und bin aber nebenbei auch Sprecher der AG Fahrrad. Das heißt, die AG Fahrrad ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Importeuren und Großhändlern in Österreich, die 40% des Fahrradmarktes abdecken. Die AG Fahrrad, ausgeschalten, geht das? Ja. Die AG Fahrrad hilft auch, die Zahlen für Österreich festzustellen. Meine Zahlen ist immer schwierig, wenn man eigentlich kein Mittel hat, Verkaufszahlen zu eruieren, sondern man kann ja nur schauen, was wird in den Markt geliefert und was wird in der Regel auch wieder verkauft. Und so hätten wir, oder möchte ich euch zuerst einmal zeigen, dass, was in Österreich der Fahrradmarkt hergibt. Wir haben jetzt schon seit einigen Jahren ungefähr 400.000 Räder in Österreich, die verkauft werden. Und interessanterweise sind wir in Österreich eines der starken E-Bike-Länder. Also unser E-Bike-Anteil ist über 20%. Wir verkaufen momentan ca. 85.000 E-Bikes bei 400.000 verkauften Fahrrädern. Das heißt 20% E-Bikes. Wir haben schon mal gehört, E-Bike hat natürlich einen ganz anderen Verkaufspreis wie ein normales Fahrrad. 20% E-Bike sind ungefähr 50% Umsatz. Und das muss man sich einmal vorstellen, wie wichtig das Thema E-Bike beim Handel geworden ist. Es gibt auch schon Händler, die 70% oder 80% des Umsatzes mit E-Bikes machen. Der E-Bike-Markt entwickelt sich. Ihr habt da die Zahlen 2016 und 2015. Also wir sind wieder gestiegen von 77 auf 86.000 und es ist noch kein Ende absehbar. Das heißt, der E-Bike-Markt als solches ist im Wachsen. Jetzt kommen immer mehr Händler drauf, dass man mit E-Bike sehr gute Geschäfte machen kann und setzen entsprechend auf dieses Produkt. Trend E-Bike, es wird immer beliebter, der Einsatzbereich wird breiter. Einerseits urbaner Bereich, Pendler zum Arbeitfahren, andererseits auch Fun- und Freizeitbereich und da geht es genau um unser Thema, auch Tourismus. E-Bike, E-Mountainbikes sind von 15 auf 16 um 80% gestiegen. Also wenn man sich vorstellt, vorher war doch, also Beginn von Movelo, kann ich mich erinnern, gab es die schönsten Fotos auf den Berggipfeln mit Tiefdurchsteiger. Das heißt, das ist heute nicht mehr notwendig. Heute fahren wir mit reinrassigen Mountainbikes, auch mit vollgefederten bis 140, 160 Federweg auf die Berge. Ein Thema ist natürlich die Fachlichkeit. Das heißt, ein E-Bike verkauft man nicht ganz so leicht wie ein normales Fahrrad. Es ist eine gewisse Kenntnis notwendig, es ist Kenntnis in der Elektronik notwendig, es ist eine gewisse Ausstattung der Shops notwendig. Ich meine, ein E-Bike muss man halt einmal auslesen können, man muss es einstellen können, man muss, wenn es ein Problem gibt, das wieder resetten können. Das heißt, Beratung ist erforderlich. Die Leute brauchen auch eine Ausbildung, das heißt, im Falle von Bosch bekommt der Händler nicht einmal Teile, wenn er nicht eine Schulung nachweisen kann. Auch dieses Auslesedongle bekommt er nicht. Habe ich selber eine Schulung machen müssen, um dieses Dongle zu bekommen, also es war nicht so einfach. Und hat aber alles seine Berechtigung. Das heißt, das Schlimmste ist, wenn jemand ein E-Bike hat, das funktioniert nicht und kann nirgends mehr hingehen, dass das dann entsprechend auch repariert wird in einer überschaubaren Zeit. Und dann kommt natürlich auch noch dazu die individuelle Anpassung. Gerade bei einem Radl um 3.000, 4.000, 5.000 Euro ist es sicherlich nicht sehr angenehm, wenn dann auch irgendwie die Geometrie oder die Einstellung, Lenkervorbau, Lenker, Sattel und so nicht passen. Das heißt, hier wird auch der Experte gefragt und auch geschätzt. So, aber jetzt geht es zu unserem Thema. Wie funktioniert die Synergie zwischen Handel, Sporthandel, Fahrradfachhandel und den Tourismusbetrieben? Der Tourismusbetrieb hat eigentlich zwei Möglichkeiten. Wir haben jetzt schon gehört, Movelo, und es gibt eben andere Verleihsysteme ebenfalls, die auch den Tourismus stark unterstützen.
Aber welche Möglichkeiten hat jetzt der Tourismusbetrieb? Die erste Möglichkeit ist, er kauft Räder, er liest Räder, er leiht sich Räder und betreibt den Verleih selber. Das heißt, er hat die Räder dann bei sich im Beherbergungsbetrieb. Und hier wäre vom Vorteil oder auch zwingend notwendig, dass es einen Servicepartner gibt. Gerade hier in dieser Topografie, in dieser Gegend, ist es unabdingbar, dass die Fahrräder gewartet werden, regelmäßig gewartet werden. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man heute am Tag 1.000, 1.500 Höhenmeter theoretisch fährt mit dem Radl, dass nach 3, 4, 5 solchen Einsätzen auch die Bremsbeläge fertig sind. Auch die Reifen leiden wesentlich mehr. Das heißt, wenn das jetzt ein Hotel für sich übernehmen würde und sagt, okay, ich schaffe jetzt einmal 20, 30 Radl nach und habe die einmal 2, 3 Monate überhaupt nicht unter Aufsicht. Die Räder sind Schrott. Also es sind die Bremsscheiben kaputt, es sind die Bremsbeläge kaputt, es werden andere Sachen auftreten. Und was noch dazu kommt, ein Elektrorad braucht immer einen geladenen Akku. Das heißt, es müsste ja dann auch im Hotel jemand vor Ort sein, der dann jedes Mal, wenn die Räder zurückkommen, neben dem Reinigen auch die Akkus auflädt. Das heißt, hier wäre es sicherlich gut, wenn die Hotels auch einen Servicepartner vor Ort haben. Ich habe zuerst mit Bernhard Mittler gesprochen, er sagt, das ist bei ihm Usus. Das heißt, überall, wo er an die Hotels Räder verleiht, gibt es einen Servicepartner, der dann vor Ort auch die Räder wartet. Die regelmäßigen Servicearbeiten, teilweise nach jedem Verleihtag, sind also grundlegend sehr, sehr wichtig. Genauso wichtig sind dann Zusatzverkäufe. Das heißt, wie kann der Sporthandel profitieren, auch wenn das Rad vom Hotel- oder Beherbergungsbetrieb direkt vermietet wird. Er kann natürlich Zusatzgeschäfte machen. Was sind Zusatzgeschäfte? Bekleidung, eine Radhose. Manche Gäste, die, vor allem die wenig mit dem Rad fahren, haben da Probleme mit dem Sitzfleisch. Das verkauft man in einer Hose mit einem Einsatz oder Unterhose. Ein Helm, eine Brille, Handschuhe oder Sporternährung, um da nur ein paar Sachen zu nennen. Das heißt, man hat einen neuen Kunden im Geschäft und kann dem einige Sachen verkaufen. So wäre es auch ganz gut, dass die Tourismusbetriebe dann entsprechend auch einen Hinweis haben, wo kann sich der Gast entsprechend ausstatten. Das heißt, unser Servicepartner, Sportgeschäft XY um die Ecke, hat für Sie das passende Zubehör. Das nächste, das war jetzt der Servicepartner, genau, Zusatzverkauf. Das nächste, der Händler hat selber die Räder. Hier wäre natürlich vom Vorteil, dass man professionell auftritt und Räder gleicher Bauart zum Beispiel verleiht, dass man sagt, okay, man hat einmal von einer Serie 10 gleiche Räder, sieht sehr professionell aus und ist auch dann im Handling oder in der Wartung ein bisschen einfacher, weil die gleichen Bremsen montiert sind, ähnliche Ausstattungsteile oben sind. Eine Sache ist heute schon gefallen. Ich habe auch so den Eindruck, dass man auch auf Kinder nicht vergessen soll. Das heißt, gerade diese Strecke vom Saal bis da herauf sind 400 Höhenmeter. Ich denke, eine Familie, die sich E-Bikes ausleiht und Kinder mit hat, werden diese Strecke nicht bewältigen können. Dein Sohn fährt schon länger E-Bike, Hannes. Würde wahrscheinlich auch nicht draufkommen, oder mit einem normalen Radl, oder zumindest nicht in der Geschwindigkeit, wie wir rauffahren sind. Also Kinder können sehr schnell umgehen. In unserer Jugend hat es ja diese Minimotor-Großräder-Fahrzeuge gegeben, da hat auch keiner gesagt, ja, das ist viel zu gefährlich für ein Kind. Also man kann es den Kindern schon zutrauen und man kann als Familie natürlich dann entsprechende Touren auch machen. Was noch interessant ist, ist ein Buchungssystem vom Hotel zum Händler. Das heißt, der Händler soll seine Kapazitäten eigentlich so gut als möglich ausschöpfen. Und wenn der jetzt Vereinbarungen hat mit verschiedenen Hotels, dann könnte man über ein Buchungssystem auch gewährleisten, dass erstens der Kunde das richtige Rad zur richtigen Zeit bekommt und er ebenfalls Sicherheit hat, dass er ausgelastet ist. Idealerweise kommen aber die Gäste ins Geschäft. Warum? Weil es oft noch Kleinigkeiten zum Einstellen gibt, die Sattelhöhe, Luftdruck oder welche Sachen auch immer, vielleicht auch der Lenkabstand zum Sattel.
Und dann würden auch wieder die Zusatzverkäufe ins Gewicht fallen. Sprich, auch wenn der Händler selber vermietet, braucht der Kunde vielleicht einen eigenen Helm, eine Brille oder was auch immer. Ein Beispiel, wie auch eine Synergie funktioniert, ist unsere Gemeinde, wo wir angesiedelt sind, Gemeinde Buch bei Hallein. Hier zahlt der Tourismusverband für 3 Übernachtungen einen Verleihtag. Das heißt, mit dem örtlichen Sport- oder Radhandel ist das so vereinbart, der darf bei einem Gast, der 3 Übernachtungen bucht, einen Verleihtag dem kostenlos zur Verfügung stellen, und am Ende des Jahres wird dann eine Sammelrechnung oder mehrmals im Jahr eine Sammelrechnung an den Tourismusverband geschickt. Das ist eine wunderbare Werbemöglichkeit, und die Gäste kommen natürlich vermehrt und leihen sich ein Fahrrad aus. Dann habe ich im Vorfeld auf diese Veranstaltung mit 2 Händlern gesprochen, die das sehr gut machen in unserer Region Salzburg. Wir waren da einige Jahre als Sponsor oder sind auch noch als Sponsor der Regionen tätig als im Großhandel. Das ist einmal die Firma Bike & Soul in Hinterglemm. Er führt selber 3 Geschäfte, hat natürlich im Winter Skiverleih, im Sommer dann den Radverleih, war einer der Pioniere in dieser Region, was den Bikepark anbelangt. Er hat jetzt mittlerweile 14 Bike & Soul Partnerhotels. Das heißt, diese Hotels haben seine Unterlagen aufliegen und können entsprechend bei diesen Geschäften die Bikes ausleihen, bekommen ein bisschen einen besseren Tarif, minus 10%. Und er versucht auch, die Gäste immer in die Shops zu bekommen. Sprich, wenn es eine Gruppe ist, die hier Räder bucht, dann hat er auch einen Gästeshuttle, mit dem er die Gäste vom Hotel abholt, direkt in den Shop bringt, und dort werden die Räder übergeben. Nebenbei führt er auch die geführten Radtouren an, MTB-Touren, also Hinterglemm, Saalbach kennt auch jeder. Ich meine, ist ähnlich gut von den Möglichkeiten her wie hier in Westendorf. Es gibt gesicherte Radgarage, es gibt Bikeständer, Waschplatz, Serviceplatz, Reparaturwerkzeug, Montageständer, Sportwäscheservice, Trockenraum für Kleidung und Schuhe. Das sind lauter so Sachen, da muss man ein bisschen investieren, aber der Gast fühlt sich dabei wohl. Tägliches Energiepaket ist im Frühstück schon dabei, und die Leihräder vom Hotel organisiert, kann man beim Buchen auch schon mit buchen. Eines muss man natürlich sagen, solche Dinge funktionieren nur, wenn ein starker persönlicher Einsatz da ist, eine gewisse Vision da ist, den derjenige hat. Es ist nicht alles sofort ein Geschäft, aber auf sich gesehen trägt es dazu bei, dass die ganze Region profitiert. Also Sporthandel, Tourismus, aber auch alle anderen Betriebe aus dieser Region. Den zweiten Fall möchte ich gerne schildern, Firma Mitterer in Leogang, auch ein Sporthandel, war jahrelang ein kleines Radgeschäft, ein CTG-Händler in Leogang, und hat sich dann an der Liftstation oder mit der Liftstation zusammen einen Fahrradshop eingerichtet, einen relativ großen Fahrradshop. Anfang der 2000er Jahre stand die Frage im Raum, was machen wir touristisch mit dem Fahrrad? Anfang der 2000er Jahre. Und damals war es so, die Bergbahn wollte nicht das gesamte Risiko übernehmen, sondern hat gesagt, also maximal 50% und der Rest müssen andere Betriebe übernehmen. Die Region hat sich dann soweit zusammengetan, dass es 18 Betriebe gab, die mitmachten, also Hotels und andere Betriebe und eben Sportgeschäfte. Und das Resultat von Jahre 2000 war die Belegung Winter, Sommer, 70% Winter, 30% Sommer. Das heißt einfach Berggeher, die im Sommer halt genächtigt haben. Der Bergbahnenbetrieb war überhaupt nur im Winter geöffnet. Und das Ganze hat sich zu einem 50-50-Geschäft ausgeweitet. Das heißt, in Leogang ist momentan der Gästebetrieb 50% im Winter, 50% im Sommer. Und das Sportgeschäft hat 358 Tage im Jahr geöffnet. Und die Bergbahn fährt auch das ganze Jahr durch. Also das sind sicherlich Zahlen, mit denen man gerne arbeitet, aber der reine
der reine Fahrradverleih führt das Geschäft selber. Man kann sich ja vorstellen, die haben Downhill-Strecken, die haben Enduro-Strecken, wird irrsinnig viel verschließen, ist nicht das große Geschäft, aber für die ganze Gegend, für die ganze Region ist diese Synergie Sporthandel, Tourismus, Bergbahnen eine riesengroße Geschäftsidee geworden und eine sehr schöne Synergie. Und wenn man schaut, Leogang hat heute Weltbekanntheit durch UCI-Rennen, durch Wettbewerbe, die dort stattfinden, und das ist alles nur aus dem, dass einige Visionäre diese Synergien erkannt haben und gemeinsam etwas auf die Beine gestellt haben. Also die wahre Synergie ist Sporthandel, Tourismus und auch dass sie bereit sind, Risiko zu tragen. Und da kommen auch oft die Bergbahnen noch ins Spiel, die dann eben auch einen riesen Part davon übernehmen müssen. Synergie heißt nicht, Geld zu verschenken, sondern bereit zu sein, in die Zukunft zu investieren. Und einen Satz hat auch noch der Herr Mitterer im Vorfeld geprägt: Zukunft hat nur, wer 100% Qualität liefert, Sporthandel, Hotels und die Bergbahnen. Das heißt, die Leute müssen zufrieden sein. Die Räder müssen funktionieren. Es ist nichts schlimmer als wie schlechte Räder, wo der Gast nicht zufrieden ist. Also diejenigen, die hier schieben haben müssen beim Rauffahren, weil es Rad nicht funktioniert hat, die haben sicherlich einen anderen Eindruck von dieser Fahrt heute, als wie die, die da super raufgefahren sind. Also der Gast muss auch zufrieden sein, die Qualität muss passen. Wir haben auch heute schon gehört, ein Verleiher behält nicht länger wie 2 Jahre seine Räder, um immer neueste Räder anzubieten. Das heißt, hier muss man wirklich schauen, dass man am Ball bleibt. Gut, ein entsprechender Außenauftritt und Werbewirksamkeit muss auch für Sponsoren, und das ist jetzt auch noch ein Thema, für Sponsoren gewährleistet sein, weil manchmal kann man auch Dinge nur dann finanzieren, wenn Sponsoren kräftig mithelfen, sprich jetzt auch die Radpreise entsprechend gestalten oder auch Verschleißteile. Und wenn man aber hier ein Paket schnürt, dass man sagt, der Sponsor hat einfach eine Werbewirksamkeit, eine Außenwirkung, dann ist man auch bereit, als Lieferant, wie in unserem Fall zum Beispiel, in Regionen Geld zu investieren. Gut, der Erfolg Leogang, mittlerweile, wie gesagt, Weltbekanntheit. Sie haben momentan 30 E-Mountainbikes, also 30 Hardtails und 10 Fullies im E-Bereich und 70 Downhill-Bikes im Verleih. Das funktioniert sehr gut, die Gäste sind sehr zufrieden. Und wie gesagt, 50-50 Umsatz Winter und Sommer gleich. Eine Sache vielleicht noch zu den Verleihpreisen. Der Gast ist sehr motiviert, wenn er gute Qualität bekommt, auch entsprechende Preise zu zahlen. Also ich denke, es hat nicht viel Sinn, Räder umsonst zu verleihen. Wenn etwas kostet und gute Qualität ist, ist der Gast auch bereit, etwas dafür zu zahlen. Die Verleihpreise, habe ich so eruiert, differieren zwischen 25 Euro und 79 Euro. Das heißt, es gibt Regionen, wo auch ein Bike einmal 79 Euro kostet am Tag und die Gäste sind sehr zufrieden. Und Gäste oder Hotels, die dann vielleicht sogar abgewandert sind, kommen dann wieder zurück, wenn die Qualität passt. Also so gesehen sollte man eigentlich eher auf Qualität setzen als unbedingt auf den billigsten Preis. Zum Resümee, die Synergie zwischen Sporthandel und Tourismus ist keine leichte Aufgabe, wenn man alle, die dabei beteiligt sind, zufriedenstellen möchte. Vision, Weitsicht und Planung ist gefragt und die Bereitschaft zu investieren und den Beteiligten 100% Qualität zu bieten. Und so kann man mit dem wunderbaren Produkt E-Bike Gäste und Regionen motivieren und auch den Sporthandel mit einbeziehen. Dankeschön.